Durch all die Turbulenzen des Lebens vergisst man die Zeit. Man sitzt am Ende des Tages zu Hause, lacht oder weint. Primäre Emotion steuert unser Handeln im Jetzt. Es fühlt sich immer scheiße an, wenn man andere verletzt. Ob es durch Worte geschieht oder auf physischer Ebene. Manche Lebensenergie besteht aus Lügen und Tränen. Dieses Gefühl, was du spürst in verschiedenen Themen, ist es, was du akzeptieren musst, um zu verstehen. Ich weiß, dass viele meine Sprache nicht verstehen, weil sie nicht zuhören. Weil im Inneren diese Wahrnehmungsflut stört. Schwäche formt dich immer Richtung Marionette. Deswegen stärke dich und reiß dich los von Grenzen und Ketten. Wie du das machst, ist deine Sache, aber Fakt ist, mach was. Wenn du an dich glaubst, ist es machbar. Alles, was du denkst, kannst du greifbar gestalten. Lass den intellektuellen Freigeist entfalten. Let's go! Wenn du fällst, ist die Kunst, wieder aufzustehen. Lauf dem Leben entgegen. Und was du willst, ist bewusst, dich nicht umzudrehen, sondern weiter bewegen. Wieder atmen vor Glück und die Freude ist da, aber lern aus dem Schmerz. Geh gestärkt in den Tag, lern aus gestern und gib deiner Seele ein Wert. Du bist ein individueller Gestalter der Zeit und deine Uhr tickt, sammel die Erfahrungen gleich. Du kannst die Erde nicht verändern, aber deine Sicht, alle deine Ideen vereinen sich und teilen sich bereits mit. Schreib's mit, wenn weise Menschen vom Leben berichten. Es sind ehrliche, berührende und epische Geschichten. Wenn du öfters nur mal hörst, was dir die Außenwelt zeigt, erkennst du schnell, dass außer Ehrlichkeit da draußen nichts bleibt. Du kannst dich jedes Mal verstellen, doch die Wahrheit erkennt man gleich, denn deine Aura zerfällt zum Teil. Es gibt Fassaden, die dich schützen, aber finde stets dein Gleichgewicht. Sei laut, auch wenn du innerlich leise bist. Eigentlich bedeuten deine Worte nichts. Sie sind wesentliche Wegbeschreiber, spenden in der Dunkelheit Licht. Was du fühlst, ist die wahre Bedeutung von Kraft. Werde live gerade Zeuge der Macht. Ich beneid's mit dem Beat. Wenn du fällst, ist die Kunst, wieder aufzustehen. Lauf dem Leben entgegen. Und was du willst, ist bewusst, dich nicht umzudrehen, sondern weiter bewegen. Wieder atmen vor Glück und die Freude ist da, aber lern aus dem Schmerz. Geh gestärkt in den Tag, lern aus gestern und gib deiner Seele einen Wert. Ob es Tag oder Nacht ist, kalt oder warm, ich halt permanent die Überlebenshaltung parat. Jeder Fehler fatal, aber Standard zum Besserwerden. Krankhaftes Kräftemessen, ganz klare Message werfen. Abstrakte, essentielle Tatsachen sprechen. Eine Sprache, sie kann spirituellen Wesen das Leben retten. Jede Wette, du hast schon an Wunder geglaubt. Die Überzeugung wurde leider in der Schule geraubt. Du lernst das echte Leben kennen, wenn du was Wichtiges verloren hast. Hör mir zu, weil ich schon an so mancher fragten Orten war. Da, wo keiner sicher ist, war trotzdem immer Hoffnung da. Eines Tages kam ich aus der Hölle und erfahr, dass es nur der nächste Step war zum nächsten Level. Seit dem Tag glaub ich an Dämonen und Engel, hab mich verloren letztendlich an Musik. Alles gut geklärt, verständlich auf Beats, Digga, das ist Harmonie. Wenn du fällst, ist die Kunst, wieder aufzustehen, lauf dem Leben entgegen. Und was du willst, ist bewusst, dich nicht umzudrehen, sondern weiter bewegen. Wieder atmen vor Glück und die Freude ist da, aber lern aus dem Schmerz. Geh gestärkt in den Tag, lern aus gestern und gib deiner Seele einen Wert.